Hallo und herzlich willkommen zu SCC Control Business. Grundeinstellungen 1. Einrichten der Kalkulationsgrunddaten. Die Kalkulationsgrunddaten sind die Standardkalkulationsdaten Ihres Unternehmens, die bei jeder Neuanlage eines Kunden verwendet werden. Diese können natürlich auch individuell je Kunde oder Projekt abgeändert werden. Um die Kalkulationsgrunddaten einzustellen, gehen Sie auf den Reiter Betriebsdaten Kalkulationsgrunddaten. Nun eine genauere Erläuterung der einzelnen Punkte. Leistungs-Festpreisposition, Stundensatz. Hier sollten Sie Ihren aktuellen Stundensatz, der für die hinterlegten Zeitwerte in der Leistung zum Tragen kommt, eingeben. Materialaufschlag EK. Hier definieren Sie Ihren Prozentaufschlag auf das Material, das in der Leistung auf Ihren Material-EK kalkuliert wird. Materialposition. In der Maske Materialposition können Sie festlegen, wie das Material kalkuliert werden soll. Sie haben hier vier grundsätzliche Auswahlmöglichkeiten. VK1 bis VK10. Das bedeutet, auf Ihren Händler-Einkaufspreis wird der entsprechende Aufschlag in Prozent hinzugefügt. EK. Das bedeutet, Sie geben Ihren Händler-Einkaufspreis ohne Zuschlag an den Kunden weiter. VK. Das bedeutet, das Material wird mit dem Listenpreis des Großhändlers an den Kunden weitergegeben. FPVK1 bis FPVK4. Hier können Sie einen Festpreis auswählen, der vorher von Ihnen bei einem Artikel hinterlegt wurde. Beachten Sie bitte, diese EK-Zuschläge vor dem Einspielen Ihres Materials vom Großhändler anzupassen. Denn die Berechnung in dem Material erfolgt beim Anlegen Ihres Großhandelsartikelstammes. Kupferzuschlag. Hier geben Sie die Kupfernotierung ein, die standardgemäß beim neuen Kunden berechnet werden soll. Beachten Sie bitte, dass Ihre Rechnung und bei jedem Projekt diese Eingabe individuell angepasst werden muss. Sonst kann ein wirtschaftlicher Schaden entstehen. Sonstiges. Währung. Hier wird Ihnen angezeigt, welche Währung Sie standardmäßig festgelegt haben. Eine Anlage der Währungen erfolgt im Programmteil Einstellungen Währung. Mehrwertsteuer. Hier können Sie die gewünschte Mehrwertsteuer auswählen, die im Programmteil Einstellungen Mehrwertsteuer angelegt wurden. Zahlungsbedingung. Hier können Sie die gewünschte Zahlungsbedingung auswählen, die im Programmteil Einstellungen Zahlungsbedingungen angelegt wurden. Skonto ohne Lohnanteil. Wenn Sie Skonto ohne Lohnanteil auswählen, wird das Skonto nur auf das Material gewährt. Mahnsperre. Hier aktivieren Sie, ob Kunden bei zu spätem oder nicht bezahlen einen Mahnstatus erhalten oder nicht. Nachkommastellen. Sie können hier zwischen 2 bis 8 Nachkommastellen auswählen. 2 ist die Standardeinstellung. Sie haben hier auch die Möglichkeit, zwischen kaufmännisch runden und aufrunden zu wählen. Kundenberater. Wählen Sie hier den standardmäßig hinterlegten Kundenberater aus. Das war das Eintragen der Kalkulationsgrunddaten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Für mehr Informationen und Videos besuchen Sie uns auf www.zima.de.